Moin moin und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Wir sind immer noch in der Harmonie-Mission Ein neuer Rivale und wir sollen jetzt hier diebische Dillus besiegen und genau das werden wir jetzt einfach mal machen. Dafür würde ich sagen, steigen wir in unsere Scales, warum nicht? Sind ja gerade schon hier und bewegen uns mal in Richtung Questpunkt. Das muss irgendwo hier sein. Ja, da. Da ist es doch schon grün. Ach, ein Level 16. Das ist ja kein Thema. Oh, hier sind gerade welche für Truppmissionen auch. Die könnten wir auch platt machen. Das bietet sich ja an. Dann können wir hier nämlich gleich noch ein bisschen was abstauben in Richtung Truppmission. Aber wir müssen davon noch 19 Stück machen. Das mache ich jetzt bestimmt nicht. Aber wenn mir schon welche über den Weg laufen, dann mache ich die auch. So, und da... Ach so, da ist erstmal nur ein Typ. Oder haben wir... Ne, wir haben den jetzt gerade mit platt gemacht, ne? Ja, wir haben das Vieh schon mit platt gemacht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Indeed. And all thanks to the blades you're always sneering at. HB, is that you? You came running to save me? Boy, I sure did pick the right college buddy. Oh boy. That has nothing to do with this. I came here because you have certain skills. Skills that NLA requires. Your death would be problematic. There was nothing personal about it. Same old age. Voll mies. Still, you saved my life and I won't forget it. Ist echt so ein herzloser Typ. Scientist's honor. See that you don't. As I say, researchers are vital to our success on Mira. But without us, you'd all be dead. And you, you performed well. Truth be told, I might have struggled on my own. Attack. If I can return the favor at some point, I would be open to assisting you. I see now that you are worthy of the honor of being my partner. Sage HB, dass du es dir überlegen wirst. Betone, dass du nichts Außergewöhnliches bist. Nicken. The future Blade Commander just showered you with praise, and that's your reaction. Not to be overcome with joy. In any case, you now have the opportunity to work at my side again in the future. Let's spur each other on as rivals and friends and so forth. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Neuer Charakter. Sehr cool. HB, Pathfinder. Charakterbeschreibung. Hector Birdswhistle folgt stets dem Diktat des Verstands, der unermüdlichen Ambition und des akademischen Scharfsinns. Seine Fähigkeiten, Situationen richtig einzuschätzen, kommt Blade dabei stets zugute, auch wenn er manchmal etwas kalt wirkt. Kampfstil, egal in welcher Kampfsituation, HB hat stets eine passende Strategie parat. Sein Kampfstil kommt dem eines Protektors am nächsten. Atomtrauma, individuelle Technik. Krass. Ja, cool. Dann haben wir einen Charakter freigespielt. Das ist doch sehr gut. Segment ist auch erforscht. Gut. Nice. Dann würde ich sagen, laufen wir durch NLA und suchen uns unsere nächste Handlungsmission raus. Und zwar wollte ich mal gucken, im Blade-Quartier sind ja einige, ob wir davon vielleicht eine aktivieren können. Das wäre auch gut. Thank you.
Und zwar können wir erst noch mal gucken, welche ist eigentlich jetzt Pflicht zu machen. Das würde mich auch noch mal eben interessieren. Für Kapitel 10 wäre das Verfolgungsjagd, heißt die Harmonie-Mission. Die würde ich aber erstmal gar nicht unbedingt machen wollen, aber es ist schon mal interessant, dann wie die heißt, um sie vielleicht auch eventuell auszuschließen. Okay, potenzielle Partner, die könnten wir zum Beispiel machen. Es befinden sich noch nicht alle Pflichtmitglieder in deinem Team. Lynn muss mit rein. Ja, okay, die ist ja hier. So, nehmen wir sie mit. Und HB nehmen wir dafür wieder raus. Ach, guck mal, hier sieht man die Zuordnung auch. Wer welchen Tank hat. Das ist ja auch nochmal ganz interessant. Ja, Duck levelt auf jeden Fall schnell. Der ist jetzt schon Level 28. Okay, Lynn hat jetzt keinen Skell. Aber ist, denke ich mal, auch okay. Was ist das hier für noch für eine Harmonie-Mission? Vater und Sohn. Benötigter Level. Den haben wir noch nicht. Level 50. Ne, dann machen wir erstmal die hier. Dann ist die schon mal weg. Ja, starten. We have visitor. Well, it isn't every day the Director General stops by for a visit. I'm a busy man, I fear. But something's come up that I'd like your team to handle. Stuffy Suit came to the right place. Make request and Tatsu will see what he can do. Right. Well, I'd like to propose we enhance our surveillance of the ganglia. Is there something you're expecting to find? We've had a string of unusual reports lately. There have been rumors that the ganglion are fighting amongst themselves. Power struggles? With all those species working together, I imagine they've no shortage of infighting. Which is precisely what we want to exploit. Hence, the need for intel. And why I'd like you to focus on expanding Frontier Nav for now. All right. We'll take it on as a formal request from you. Okay. Was sollen wir tun? Erstatte Generaldirektor Chausson im Bladeturm Bericht. Okay, das bedeutet, wir haben das schon erledigt, was wir tun sollten. Irgendeine Datensonde irgendwo platzieren, glaube ich. Okay, der ist jetzt nicht mehr hier, sondern wo ist der jetzt? Ist raus hier, okay. Das haben wir schon erledigt. Aber ich habe echt im Moment Spaß jetzt an Harmonie und Nebenmissionen. Ah, wir müssen zum Blade Tower, okay. Wie viel Meranium haben wir? Oh, null. Da können wir auch keins abgeben. Sonst hätte ich bei der Gelegenheit hier gleich nochmal Meranium investiert, wenn man hier schon vorbeikommt. Hey, es gibt noch so viele Harmonie-Missionen und Nebenmissionen zu machen, das ist echt der Wahnsinn. Ab in den Blade Tower. Something useful? All intelligence is useful, Colonel. It's just a matter of finding the best lens to view it through. Wow, that's deep, sir. If I'm not mistaken, you fought against a Rothian squadron before, yes? Yeah, ja, das stimmt. Rothian? Tatsu hear that name someplace before. Rufe allen ins Gedächtnis, dass es sich dabei um löwenartige Geschöpfe handelt. Beschreibe sie als ein stolzes und erbittertes kämpfendes Volk. Sage, dass alles lästige, durchtriebene Fellknäule sind. Erinnern.
warriors through and through. The sort you don't want for enemies. Not ringing any bells. Come on, we fought them in Silvalum, remember? Oh, right! Tatsu remember now. Kitty cat people, right? We've analyzed Frontier Nav records for evidence of Ganglion infighting. Every instance has involved Rothians fighting against one race or another. This is more than just a few simple disagreements. We believe they've broken ties with the Ganglion entirely. Stimmt, haben sie auch. Rate dazu, ein Bündnis zu schließen. Frohlocke, dass dies endlich die Gelegenheit ist, die Vrotianer ein für alle Mal auszurücken. Nee, Bündnis ist gut. If they really have left the Ganglion, that might be a possibility. Their motives certainly seem different enough. If their values align with ours. As we often said on Earth, the enemy of my enemy is my friend. I expect an alliance with the Rothians would prove beneficial for both of us. Agreed. Even beyond the practical limits, it just makes sense for us to try and make as many friends as possible. Which brings me to your next mission. I need you to travel to the site of the latest clash and gather data. Yes, sir. Ah, es wäre cool, wenn wir uns mit den Katzen verbinden können. Begib dich zum Schlachtfeld bei unterem Flüsterstrom in Noctilum und sammle Informationen. Hä, aber die Schlacht war doch nicht in Noctilum. Ach so, die meinen die Schlacht, die die geführt haben gegen die Ganglion, ne? Ja, ja. Nicht die wir geführt haben. Okay. Total cool, dass man jetzt fliegen kann. Dadurch ist das überhaupt kein Problem, wenn man da nur grob in die Nähe kommt, weil den Rest kann man dann eh easy dahin fliegen. Das finde ich total praktisch. Weil genau so machen wir das jetzt. Obwohl wir sind fast da, so wie das hier aussieht. Da, wo wir gespawnt sind. Das soll hier sein. Boah, Level 46. Level 47. Uiuiuiui. Ja, wir sind auch da. Ah, hier sind schon die Überreste, okay. That's right. We've located a Rothian skell. It seems mostly undamaged. No, no pilot in sight. It's unclear if they abandoned the skell or were killed. What about the data unit? Intact, as far as I can see. We'll do what we can. Ready for a little manual labor? Are you kidding? I can't wait to get this stuff home to analyze it. Sage, dass Chausson vielleicht eigene Ziele verfolgt? Nachhaken. Frage Elm, ob sie vielleicht mehr weiß, als sie euch sagt. Nachhaken. What do you mean? I suppose an explanation's in order. About what? About this mission. Or about his intentions, at least. You mean the Director General? Right. Uh-oh. Is he up to something? Well, no point in hiding it, I suppose. I can't be certain, but if I had to venture a guess, I'd assume this is all just insurance in case an alliance falls through. You mean we're gathering this data to make fighting the Rothians easier? Oh, I'm sure diplomatic talks will come first. And even if we can't secure a friendship, that doesn't mean we have to fight. But it's always good to prepare for the worst possible scenario. Especially if you're the man responsible for the safety of all of New LA. Well, I hope the Alliance can work out. As do I, Lynn. For now, let's get back to work. Okay, dann sollen wir jetzt die untersuchen hier. Das kann ich nur zu Fuß, ne? Ja.
Sammle Bauteile von verlassenen proteanischen Skulls. Du hast ein proteanisches Bauteil an dich genommen. Okay. Wow. Okay, drei Stück soll ich noch machen, okay. Das geht dann ja. Okay, erstatte Generaldirektor Chausson im Bladeturm Bericht. Okay, machen wir. Und ab zum Blade Tower. Spannend. Das ist ganz cool. Das erzählt jetzt quasi so die Story so ein bisschen zwischen Kapitel 9 und 10, kann man sagen, ne? I received your report. Good work collecting those samples. Jo. I'm just sorry we weren't able to get more. We'll take what we can get. You have my thanks. They're an exceptionally proud people. If we can forge an alliance, I'm certain they'll be friends we can trust. I'll remember that. And should the day come, I'd like you to serve as ambassador. My pleasure. As long as you don't send me there to declare war. Perish the thought. The fewer enemies we have, the easier my job is. Ach, das war ja aber schnell erledigt. Okay. Okay, schon wieder ein Segment erforscht. Ja, das war jetzt ja nicht so aufwendig für uns. So, dann gucken wir mal auf die Uhr. 10 Minuten haben wir noch. Ja. Ich würde sagen, dann starten wir jetzt nochmal eine weitere Mission, oder? Jeden Fall. Ganz cool, wie meine Skills hier so vor der Tür parken. Das sehe ich gerade. Sieht schon ganz nice aus. So. Oder, was wir machen können, wir könnten mal schauen, ob wir jetzt diese Mission auswählen können am Missionsterminal für Mechanik Level 5. Und hier, die interessiert mich auch, ob wir die annehmen könnten, rein theoretisch. 38, Els Innovation. Ja, das können wir machen. Dann müssen wir nur L mit reinnehmen. Dann können wir das alte Dream Team bilden. Dann nehme ich Duck raus und L rein. Oder Lin raus. Lin und L sind sowieso ähnlich von der Kampfstruktur her. So. Meranium gesucht. Streng geheime Mission. Ist das das? Ich glaube nicht. Aber die kann ich ja trotzdem schon mal mit reinnehmen. Dann habe ich die schon mal so.
Versuchskaninchen? Diese ganzen Gespräche hier, die sind auf jeden Fall auch interessant. Jagd und Suche ist auf jeden Fall scheiße. Aber wir sollten mal diese ganzen Gespräche mit reinnehmen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ein Segment wurde aktualisiert, okay. Ja, dann machen wir das doch mal jetzt. Dann aktualisieren wir hier mal die Gespräche. Ich glaube, dass das auch ganz gut ist. Ich verstehe das nicht, warum dieser Level 5 Scheiß da nicht dazu kommt. Was müssen wir eigentlich für dieses hier? Erbeute 3 Flaschen fertiges Terebaumöl von Nomaden Terebra Noctilum. Ja. Habe ich keine Lust nachzusuchen. Gefährliche Rituale. Achso, das war das, nach Kauldross zu reisen. Das können wir auch nochmal machen. Das könnten wir auch machen. Begib dich zum Räubernest in Kauldross und rette Strakata. Ja. Das ist auch etwas, was wir noch beenden müssen. Wir können ja mal das versuchen. Wir versuchen einfach mal das jetzt. Ob wir das hinkriegen. So, da versuche ich mich mal so nah wie möglich ranzuporten. Ich habe nämlich schon auch eine Datensonde. Die ist am Ende von Silvalum. Vielleicht können wir mit dem Scale einfach rüberfliegen. Das könnten wir mal versuchen. Oh. Alter. Oh, oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Level 51 schläft da. Oh Gott. Ich würde sagen, schnell einsteigen und wegfliegen, oder? Ich hoffe, das funktioniert. Scheint zu funktionieren. Cool, das sieht hier übrigens gerade richtig geil aus, ne? Muss man sagen, von der Landschaft. Echt nice. So, und wir fliegen jetzt einfach mal nach Kauldross rüber. Zu dem Wegpunkt. Da ist es. Das magmabesetzte, lava zerfetzte Kauldross. Krass. So, ich hoffe, das funzt jetzt hier alles. Müssen wir da runter? Nein, 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 nein. Obwohl 42. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay, wir sind dem entkommen. Ich weiß nicht so genau, in welcher Höhe das liegt. Von der Richtung her ist das genau richtig. Aber es wird ja nicht in der Luft sein. Da ist ja nichts, oder? Nee, glaube ich eher nicht. Ist wohl eher hier unten. Hier. Ausrufezeichen war gerade direkt unter uns. Level 42. Wir sollten hier aussteigen. Einfach hier aussteigen.
Es wäre auch cool, wenn wir hier eine Datensonde setzen könnten, damit wir hier einen Reisepunkt haben. Ist wahrscheinlich sowieso wieder irgendwann voraus... und so eine Kugel. Was ist das denn? Ist wahrscheinlich sowieso wieder Voraussetzung, irgendwann so eine Datensonde zu haben. Ob wir die mal angreifen? Level 41 könnten wir ja schaffen. Ah. Oh, 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 oh. 44? Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Wir sind jetzt aber im Kampf, also versuchen wir es. Einfach versuchen. Oh, Duck jetzt nicht gut. Okay, ist klar, er ist underpowered. Oh, oh, oh. Ich habe aber auch ganz schön eingesteckt. Oh, 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 oh. Ist auf jeden Fall ein harter Gegner. Wo ist denn seine fucking Rückseite? Wir haben noch eine Chance. Wo ist seine Fuck-Rückseite? Seite, Seite. Ich erwische hier seine Rückseite nicht. Ich bin down. Ich bin down. Hat sich noch ein anderer mit eingemischt, das ist das Problem. Nee. Gegen zwei gleichzeitig haben wir keine Chance. Okay, wenigstens sind unsere Skulls aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Ah, okay. Und das ist auch unser letzter Spawnpunkt. Sehr gut. So, wo muss ich denn hier... Oh Gott, was ist das denn für ein Viech? Krass. Oh Gott, das ist ja... alles sehr crazy hier. Ah genau, hier sind wir gerade... Oh nein, diese Kugeln. Oh Gott. Ja, hier sind echt die High-End-Gegner jetzt, ey. Die setzen hier mir ganz schön zu. Aber es gibt natürlich auch Erfahrungspunkte. Oh, cool. Jetzt ging es doch recht fix. Aber den konnten wir ganz gut schaffen. Da ist noch so ein Penner. Ja gut, dann machen wir den jetzt auch noch. Duck hält er jetzt sogar mal durch.
Aua. Da macht er sich zur Kugel und rollt über uns rüber, ey. Boah, was war das? Ja, wir haben ihn aber gleich. Ja. Sehr gut. Ich würde jetzt gerne noch da ans Ziel kommen. Das. Ah, da oben wird das sein. Da oben wird das sein. Das macht Sinn. Dann müssen wir garantiert da durch. Da war ja so eine Abzweigung. Bleib mir weg mit den Kugeln, ey. Hier ging das irgendwo rechts rein. Genau. Da ist es garantiert lang. Ist auch so. So, hier muss es irgendwo sein. Ist aber eigentlich genau hinter uns, wird das angezeigt. Geht's denn hier auch noch irgendwo hoch? Die Musik ist ganz cool hier. Da, tatsächlich, wir haben es gefunden. Wir haben es tatsächlich gefunden, ey. Oh Gott. Tote Manon. Untersuche Stakata auf Lebenszeichen. Ich habe sie schon erwartet, wissen Sie? Hä? Lebt er doch noch? Cool. Puh. Ich stelle mich tot. Ja, das tat ich. Aber ich sah mit an, wie um mich herum wirklich tote Männer zu Boden fielen. Wissen Sie? Es war schrecklich. Irgendwie war ich aber doch überzeugt, dass sie kommen würden, nicht wahr? Auch Jalimbo sollte ich danken, wenn ich es mir recht überlege. Phrasi ist hier. Sie ist tiefer im Inneren der Höhle, wissen Sie? Bitte, Sie müssen sie aufhalten, ja? Diese Barbarei hat nichts mehr mit irgendwelchen Göttern, echten oder eingebildeten zu tun, finden Sie nicht auch? Auf keinen Fall, ey. Was macht die denn da, ey? Oh, krass. Okay, da hinten ist sie. Leute, wir haben leider keine Zeit mehr. Sehr schade, aber es gibt ja auch eine nächste Folge. Also verpasst nicht, wie diese gefährlichen Rituale jetzt hier zu Ende gehen. Ich erwarte jetzt hier irgendwie noch einen heftigen Kampf, muss ich sagen. Ja, und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vergesst das Liken nicht und freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.